Das Abenteuer geht weiter hier in Froggarn Encore. Der Relict Bridge ist das nächste Level und ich kann es nicht mit dem Controller starten. Warum auch immer? Cool. Was ist da los? Geht schon die Folge los mit einem Mysterium. Loading. Zwei Loading Screens. Crazy. Und da sind wir schon. Oh. Was? Warum sind zwei Controller angeschossen? Moment. Jetzt aber wirklich. Yeah. Willkommen zurück. Und ja, also den Würmern sage ich auf jeden Fall nicht willkommen. Die nerven mich. Wieso kann ich die nicht besiegen? Muss ich da vielleicht Vasen draufwerfen? Ich bin mir nicht sicher. Der Trommler ist jetzt weg. Haha. Kein Waikiki mehr für euch. So, und ich kriege aber eure ganzen Schätze, euer ganzes Geld, euer ganzes Hab und gut, boah. Und das war auch ziemlich gut, boah, aber nicht ins Wasser fallen. Ah, fliegen, sie machen es mir nicht einfach, nicht ins Wasser zu fallen. Okay. Puh, was ist das hier? Nichts? Eine Plattform? Eine Plattform. Aber ich habe einen Hut. Und der steht mir auch ziemlich gut. Hier unten ist nur Deko. Aber aufpassen, hier geht alles in die Luft und hier geht jede einzelne Plattform kaputt. Junge. Oh. Brauche ich das? Ich nehme das mal mit. Vielleicht brauche ich das. Was? Da kann man lang? Ah, hier. Kriegen wir den ersten Edelstein, erste Juwel, was auch immer. Hui. Und Checkpoint. Hey! Die Big Beats da! Kennst du die noch? Die bewegen sich anders, wenn du sie von vorne oder von woanders triffst. Ah, wenn ich sie so von vorne angreife, dann ziehen sie sich mehr zurück, wenn ich nur auf den Kopf springe, dann so ein bisschen nur. Ja. Nein! Verdammt! Habe ich mir jetzt die Chance versaut, da hochzukommen? Nee, warte, stopp. Mit dem Biggie Peter, so heißt er doch. Oh, ja, ja. Glaub schon. Nein, jetzt. Boah. Die Dächer sind richtig rutschig in diesem Spiel. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt. Ich auf jeden Fall. Komm ich da nicht? Doch, doch, da komme ich hin. Und daran. Und jetzt? Hier? Nee. Hm? Sie liegt da so ein bisschen, überlenkt kurz ihre Lebensentscheidungen. Ja, ja, ist richtig. Ich bin hier gestorben. Ja, ja, das ist richtig. Achso, man soll sich eigentlich hier hoch beamen. Dann zack, dann zack. Ja, aber warum? Dann hier? Ich schätze so, oder? Boing. Ich wusste nicht, wo lang. Hä, wo bin ich? Hä? Was soll ich denn hier jetzt machen? Dann soll ich mich da runterwerfen? Warte, warte, stopp. Dann warten. Warten. Aha. Wir haben eine neue Technik gelernt, Freunde. Also, das ist jetzt nichts, was man irgendwie freischalten muss im Spiel oder so. Aber trotzdem, ich habe es jetzt gelernt. Ich wusste nicht dass es geht. Das wusste ich nicht. Also, das ist interessant. Ich kann mich so fallen lassen und dann erst wieder ziehen. Und guckt euch den hier an. Erinnert euch ja auch die Dinger irgendwie an die Piranha-Pflanzen aus, was war das, 3D World? Ich glaube, das war 3D World. Hm. Bewegen sich auf jeden Fall auch so komisch. Aber noch komischer als die Notiz. Mit ganz viel Lore. Ganz viel verrückte Lore. Und nicht noch einer von euch. Nein. Weg. Jetzt habe ich dich. Oh, da ist ein Smaragd im Hintergrund. Man muss generell mal warten, bevor man... Oh, hi. Hi, was geht ab? Man muss generell mal warten, bevor man woanders hinschießen kann. Jetzt habe ich es auch mal gelernt. Ja, wie komme ich zurück? Schaffe ich das? Ja, aber ganz knapp nur. Und hier aufpassen. Wie gesagt, welche sind richtig. Denkt dran. Remember, guys. Weg. Tschüss.
Yeah. Yeah. Und der Frosch. Auf den Kopf. Muss warten. Ich will zu lange warten, ich sterbe instant. Das ist halt die Frage, will ich lieber Damage boosten für ein Leben, wo ich 8 habe? Oder, oh Gott. Oder will ich lieber warten und eventuell sterben? Warte mal, warum fehlt mir eine Münze? Mir fehlt wieder eine Münze. Ah! Warum? Schon wieder! Ah! Ah! Okay, komm. Wie komme ich denn da runter? Okay, machen wir den Boss hier aus der dritten Welt. Yoshi's First Shrine. Also sein erster Schrein. Aha. Ein Schrein aus BOTW oder was soll ich mir hier jetzt vorstellen? Loading? Oh. Das scheint ein kurzes Level zu sein. Ich meine, ja, okay, es ist ein Bosskampf-Level, aber trotzdem. Ich erkenne das immer daran, dass die Münzeanzeige so niedrig ist. Nur knapp 200? Vorhin hatten wir fast 400. So. Hier muss ich schon jetzt einiges geändert haben. Vom Level-Design her. Damit das passt. Achso, ich muss mich darüber schießen lassen. Und dann... Miau! Ah. Dass das auch funktioniert? Wusste ich nicht. Oh mein Gott. Ist nicht noch mehr? Ich hätte das doch anders gemacht. Oh, schaut mal, wir haben so einen Umriss. Ah, damit man uns sehen kann. Aber warum... cool. Aber warum ist denn da unten nichts, wenn du da lang kannst? Bisschen seltsam. Ey, warum der bitte was? Oh, come on, Game! Was denn jetzt? Ja, was war das denn jetzt? Das fragen wir uns alle. Oh mein Gott, wie habe ich mich da gesaved? Crazy. Absolut crazy. Runterfallen lassen. Ja. Dann hochspringen. Dann, oh mein Gott! Hochspringen! Ja. Okay. Hier lang. Bestimmt. Ganz sicher. Boing. Spawnt da was? Kommt da was raus? Da kommt nichts raus. Aber da ist die Feuerbase, die wir brauchen. Brauche sie. Nein, ich brauche aber auch nicht den Tod. Ich habe schon gesehen, da ist schon das Level vorbei. Aber Moment. Also, ich, ja, okay, klar, ist ein Boss-Level. Man soll sich hier hauptsächlich auf den Boss fokussieren, das habe ich schon verstanden, aber. Einen Moment. Lass mich hier erstmal klarkommen auf mein Leben gerade. Wie komme ich an die Münze ran? Einfach so, schätze ich. Gibt's den roten Schalter? Kommt da noch einer? Kommt da generell noch was? Oh ja, nein! Oh ja, nein, genau. Oh, wow, der ist doch direkt hier. Bin ich blöd? Hier. Da ist er doch. Ich glaube, hier so kann man an die Münzen ran. Aber, ah. Okay, ein bisschen seltsam. Aber es funktioniert. Also, was soll's? Hä? Wozu den Jump gegen die Wand machen, wenn ich einfach, naja, gerade vorbei kann? Oh Gott. Verschwinde. Okay. Vorsichtig, hier lang gehen. Bumm. So zieht's. Okay. Mein Gott, ich hab richtig Angst, hier runterzufallen, ehrlich. Da hab ich gar keine Lust drauf. Na komm, noch ein Stück. Alter, wie schnell er wieder rausguckt. Oh Gott. Ah, Checkpoint, bitte! Ja! Oh mein Gott. Okay, da ist schon der Bosskampf, aber hier sind wir noch nicht fertig mit dem Level. Jetzt sind wir fertig, jetzt haben wir alles. Ja, weiß nicht, die Boss-Level sind ein bisschen mehr straightforward. Die gefallen mir auch ein bisschen mehr. Aha, da bist du also schon wieder. Bist nach ganz oben gekommen, hä? Ist das ein Roboter? Pass auf! Ich kann seltsame Signale lesen mit diesem Roboter hier. Mich hab es leid! Was? Ich hab nichts gedrückt. Cooler Roboter, sieht schön aus.
McCaster, activate! Der McCaster? Was kann der? Coole Posen kann der auf jeden Fall. Hey! Kollege, wir sollten mal ein Foto machen. Findest du nicht auch? So, fürs Thumbnail vielleicht? Ah, ich stehe falsch, oder? Kann ich nicht raussuchen? Wo steht denn das? Hide. Ich kann die Expressions jetzt einzeln ändern. Das ist cool. Oh. Hey, aua, aua! Was war das denn? Ura oder was? Oh mein Gott. Was schießt er da? Versuch die ganze Zeit ein Foto mit ihm zu machen. Aber ich weine nur. Weil ich hinkriege. Ich kann was gegen ihn werfen. Ach, die kann die Geschosse, die er hinterlässt. Das habe ich nicht gemerkt. Oh. Oh nein, da war's wieder. Komm schon. Lass mich schnell ein Foto machen mit dir. Mann, ich muss nah an ihn ran, aber ich kann nicht nah an ihn ran. Manu, ich bin doch nur ein riesiger Fan. Komm schon. Ernsthaft? Dann halt nicht. Wisst ihr was, dann gebe ich es auf. Oh, ich habe noch ein Leben. Oh oh. Oh oh. Leute, ich habe noch ein Leben. Ich habe gar nicht aufgepasst auf meine Lebensanzeige gehört. Ich habe immer so viel Leben in dem Spiel. Da achte ich auf sowas gar nicht mehr. Was geht jetzt ab? Wow! Wow! Oh oh. Ah, ah, ah. Damn it! Okay, okay, ist wieder in der Phase. Weg hier! Nein! Hat nicht geklappt. Oh mein Gott! Wieso macht das so schnell? Hä? Was ist das denn jetzt? Wow! Er schießt seine Hände raus. Seine Fists. Kann ich den nicht aufsammeln? Irgendwie nicht. Ja, cool. Doch, die muss ich doch irgendwie stoppen können, die Viecher, die Dinger. Oder muss ich die irgendwie gegen ihn lenken? Aber es hat nicht geklappt. Vorhin hat es keinen Schaden gegen ihn gemacht. Und die explodieren ja auch nur. Ja, nee, keine Ahnung. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Damage gemacht, aber ich habe mich ausgewichen. Einfach nur versucht, ganz schnell Damage zu machen. Das wird jetzt vermutlich mein Fehler sein. Mein Death. Mein Dort. Ach, während sie fliegen. Also genau da, wenn du die schießt, musst du die zurückschießen. Ah. Oh nein. Oh nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ja, genau. Mach einfach das hier. Mach einfach weiter in das. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Was macht er jetzt? Das. Pass auf. Schockwelle. Schockwelle. Bam. Nein! Hör auf damit! Oh Gott sei Dank. Gar nicht mal so einfach. Gar nicht mal so einfach. Den muss ich noch ein bisschen lernen. Vor allem, wenn es wirklich wieder einen Boss Rush geben sollte. Aber yeah, jetzt hat's erstmal. Oh yeah. Aha, Mecha Fighter. Bitte McCaster. Okay. Hier ist noch ein Geschenk. Wir bräuchten aber, um das zu öffnen, zwei Level, die wir komplett perfekt abgeschlossen haben. Das weiß ich sowieso erst ganz am Ende des Spiels, wenn ich alles habe. Ja. Von daher ignorieren wir das erstmal und kaufen hier bei diesen beiden Bossen noch ein, weil das kann man aus irgendeinem Grund. Die haben hier zusammen einen Shop. Boss 3 und Boss 4. Oder war das Boss 3 und 4? Bin mir nicht sicher. Das 5, da hinten 6? Keine Ahnung. Und ich sehe auch gerade, seht ihr das auf der Overworld? Da ist der. Diese männliche Fliege, wisst ihr, wie ich meine, diesen Opa da. Das ist ja mehrmals. Bisschen seltsam. Aber gut. Okay. Barrett Gizmo Head. Oh, das ist cool. Das ist einfach nur dieses. dieses Objekt, was du siehst, wenn du ein 3D-Modell in irgendwelchen Softwaren bearbeitest, irgendwelche Programmen, keine Ahnung. Ich kann nicht reden heute. Jiangshi Head. Duper Head, der ist nice. Sheriff Head. Cat Ears. Thunder Goober Head, das ist ein Mouthful. Und Hana Head. Ich will den Gizmo Head haben, der ist lustig, der gefällt mir. Okay, weiter geht's mit Welt 4. Gastur. Foggy Meadows. Und wenn das so weitergeht, dann kriegen wir heute noch Welt 4 durch. Ja, also, was heißt, wenn es so weitergeht? Wenn ich mich gut anstelle. Das habe ich mich vorhin nicht.
Zumindest sie kommen mir bekannt vor. Dieser Hut. Nein, das habe ich ihn ersetzt. Warum habe ich das getan? Ich Monster! Wieso würde ich sowas tun? Warum mache ich das? Oh nein. Nicht gut. Da ist was. Wow. Wow. Aufgepasst. Ah, hier ist nur eine Vase. Okay. Ich dachte, da wäre mehr. Hö, was ist das für einer? Hö. Ey, was hast du denn Probleme? Kann ich besiegen? Wieso kann ich... Ja, ah, ich muss auf ihn drauf springen. Aber er kann auch in die Luft fliegen. Deshalb habe ich mich erwischt. Hey, schau dir diesen Stein an! Er ist so perfekt balanciert worden auf diesem... Hä? Ich muss aufpassen, wo ich stehe. Wieso? Hä? Wie hat Froggan das gemeint? Ich muss aufpassen, wo ich hier stehe. Oh, das meint er. Oh. Oh, schaut mal da oben. Da würde ich gern rankommen. Boah, das ist so schwer. Ja. Das schafft man doch gar nicht, oder? Kann ich mich da hinschießen? Doch, kann ich. Warte, 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 das kann ich. Nein? Wieso nicht? Doch, jetzt. Aha, es geht doch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sammeln wir noch ein paar Schätze ein. Und besiegen alle Gegner. Und das scheint wohl ein langes Level zu sein, laut den Münzen. Über 500 Münzen. Wow. Oh, und hier war eine böse versteckt, eine rote. Naja. Farben der Münzen sind auch wichtig. Ob das Geld sehr viel wert ist in der Economy oder nicht mehr so viel. Ja, das ist immer eine wichtige Angelegenheit. Wieso komme ich da nicht hoch? Danke. Hinschießen, dann jumpen. Passt. Sehr gut. Liebes Tagebuch, bla bla. Aha. Ich spiele nicht nach euren Regeln. Ich grab mir alles, wie auch immer ich will. Das war eine große Münze. Die geht natürlich sehr, sehr viel. Oh. Wow. Rüber. Rüber. Hallo. Ah, how komme ich darüber? Versuchen wir es erneut. Warum wackelt die Zaxu da unten rum? Hast du es gesehen? Hier? Hm. Wie komme ich darüber? Das hat ja irgendwie gerade nicht geklappt. Okay, warte, lass uns das einfach nochmal versuchen. Schultertaste. Rüber. Ah, okay. Ich muss doch wirklich ganz am Rande stehen von dieser beweglichen Plattform. Ja, ist auch nicht so einfach. Oh Gott, wie viele von denen kommen noch bitte? Ah, nicht alle von diesen Puppen gehen kaputt. Sehe ich auch erst jetzt. Ich dachte, die gehen alle kaputt. Nope. Nicht alle. Aber hier ist bestimmt alles, was ich brauche. Haha, nee. Ein paar Münzen, okay. Meine nicht schlecht, aber... Ich dachte, da wäre vielleicht das Secret. Secret Bonus Game. Davon wird sich bewegt, ich hatte Angst. Aber man kann es mit easy mit einem Double Jump schaffen. Man braucht die gar nicht. Gott sei Dank. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, ich find's einfach cool, einfach Sachen mit der Frog aufzuheben, wegzuschmeißen. Ist einfach satisfying, keine Ahnung. Es hat was. Ja. Packt das in eure Steam Review. Das Spiel hat was. Doch was es ist, das müsst ihr alle für euch entscheiden. Wie komme ich da rein? Hä, warte mal, der Schalter ist doch da drin. Hm? Oder ist das so ein Anti-Softlock-Schalter? Hm, das könnte auch sein. Aber wo würde denn der Schalter... Oh. Hab ihn. Hab ihn gefunden. Aber wie komme ich da... ran? Was zur Hölle? Oh nein! Ernsthaft? Man ist wieder hier und was ist da runtergefallen? Oh Mann. Oh, man kann trotzdem rüber. Ich habe gerade diese rutschige Plattform gesehen, aber man kann einfach rüber jumpen. Nice. Aber nicht so nice ist, dass ich das nicht verstehe. Hä? Boah, Alter, ich riskiere was heute. Puh. Ganz rüber? Ah, aber da macht er den da. Das soll er nicht. Okay, aktiviert, das aktiviert.
Nein, nein. Rüber, rüber, rüber. Nochmal. Nochmal. So. Du kannst einfach einen Doppeljump machen. Ja, okay, ist klar. So, aktiviert. Rüber, rüber, rüber. Puh, ey, lass mich auch raus. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache hier und... Was ist das denn jetzt hier? Die sind permanent? Die Dinger drehen sich auch gar nicht mehr. Hm, nett. Dankeschön. Dankeschön. Das nur, weil ich da unten das eingesammelt habe, glaube ich. Da ist aber auch nochmal ein Schalter. Boing, boing, boing. Wow, wow. Ah, da ist es ja. Da ist es. Ich dachte, die würden sie hier besser verstecken, wenn ich ehrlich bin. Hey, was zur Hölle, Mann? Bist du weh, ey? Ist oben noch was? Nee. Obwohl, da sieht's aus, könnte was sein. Knapp. Boing. 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 Sehr schön. Perfekt. Okay, aufpassen, aufpassen. Sehr gut. Nein! Da sage ich sehr gut und dann fall ich in den Tod. Egal, ich habe alles. Und das Ende ist sowieso ganz nah. Direkt irgendwo neben dem Checkpoint. Ja, hier. Da drüben. Da drüben ist der Checkpoint und hier ist schon das Ende des Levels. Perfekt. Und hey, ausnahmsweise haben wir mal alles. Ey, let's go. Ja, die Level, die so relativ straightforward sind, die sind auch einfacher, alles zu sammeln. Ich weiß, ich finde es immer noch so ungewohnt, dass ich mich nicht umschauen kann mit der Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber ja, Old Stone Stronghold, nächstes Level. Laut Spiel sind wir schon 50%, also nicht ganz 49, aber fast 50%, also fast die Hälfte des Spiels schon durch. Es geht hier, wie sagt man, Rutti-Tutti? Flotti, Karotti? Keine Ahnung, wie sagt man das? Ihr entscheidet. You decide. Ich kann mich einfach rüber cheaten. Geil. Sehr gut. Merke ich mir, wenn ich das Level dann speedrunnen muss. Ja, ich weiß, ob ich das schon erwähnt habe, aber wir müssen jedes einzelne Level am Ende des Spiels. Oder eigentlich können wir es auch jetzt schon machen, aber ich spare es fürs Ende auf. Müssen wir alles nochmal speedrunnen. Und wir müssen so oder so die meisten Level nochmal. Also. Müssen so oder so. Ja, jedes Level wegen den Speedruns neu betreten, aber vor allem auch, weil ich manchen nicht alles eingesammelt habe. Also, das wird ein Spaß. Und natürlich werde ich das dann zusammenschneiden, weil ihr wollt dann nicht sehen, wie ich nach irgendwelchen Münzen suche. Also zumindest größtenteils nicht. Dann bin ich mir eigentlich auch noch gar nicht sicher. Aber es ist ja ein ziemlich cooles Level. Ich mag das Design mit den ganzen Pfützen, mit diesem Regen, mit diesem. Ja, mit dieser Burg hier. Ich mag das einfach, dieses Feeling. Das trifft sehr gut, das Game. Das Feeling. Was sagt der Pfeil? Nach rechts, also nach unten, so gesehen. Nee, ich muss... aufs Klo gleich. Nee, ich muss da lang, wollte ich sagen. Boing! Soll ich lieber einfach drauf springen auf seinem Kopf? Ja, das macht mehr Sinn. Alles ganz automatisch und ganz von allein. Perfekto. Okay, warte, hierfür brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Feuermagie. Bam. Oh, so soll man. Hä? So soll man da eigentlich rankommen? Warum kann ich dann super einfach einen Double Jump rüber machen? So langsam habe ich das Gefühl, der Double Jump ist eigentlich nicht geplant fürs Spiel. Weil ich kann damit super viel einfach cheesen, habe ich das Gefühl. Das ist. Das ist seltsam gerade gewesen. Warum konnte ich das? Es fühlte sich wirklich so an, als hätte ich das nicht gedurft. Aber ich durfte. Mama hat es erlaubt. Ich durfte. Hier geht's lang. Maybe? Nein, nein, das ist ein Rückweg. Was ist eine Münze? Ja, dafür nehme ich extra nochmal Damage für die riesige Münze. Moin, moin. Stellt euch vor, dieses Spiel hätte so eine richtige Lebensanzeige auch so mit. Achso, ich hab's kaputt gemacht. Also, noch so eine richtige Lebensanzeige mit One-Ups. Das wäre crazy, wenn es so One-Ups geben würde hier. Was? Wo finde ich bitte Feuer? Ah, dort. Oh. Okay. Vielleicht mal nicht labern, sondern einfach mal kurz sich umschauen. Bevor man labert. Bonus Stage! Was zum. Ah. Au!
Ah, okay, sagt sie sich. Wie soll man da eigentlich durchkommen? Hä? Ach komm, es ist immer wieder zu. Wie nervig. Ich muss jedes Mal das neu aufsprengen. Nur für eine weitere Chance. In diesem Karussell hier. Was denn? Ach so. Nein! Boing. Das schafft man nicht. So, ich nehme dich mal die Münzen hier mit. Oh! Okay, an den seitlichen hat es jetzt zwar funktioniert. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was zur Hölle? Links? Ah, ich muss erstmal hochbouncen, um das Ding einzusammeln. Ich trickse, ich trickse, ich trickse. Trick! 17! Nein! Ich bin eigentlich so froh, dass ich hier den Double Jump habe in diesem Spiel. Der ist wirklich ein Lifesaver, ehrlich. Okay. Hab ich's also auch endlich mal geschafft, ja. Dann, ey. Dann aimen wir uns hier rüber. Weiter ins Level hinein. Aber bitte nicht hinein in den Tod. Das wollte ich jetzt nämlich nicht. Hey. Moin. Nein! Nein! Dammit! Oh, ich kann mich einfach rüber. Rüber cheaten. Sehr nice. Da oben ist was. Seht ihr das? Kann ich da hochbauen? Ja, so ein bisschen, aber man sieht, die haben den Trick gepatcht, kann man so sagen. Ich glaube, es war ein Trick, der gewollt war damals, aber trotzdem, die haben es mehr oder weniger gepatcht. Es geht nicht mehr so richtig. Sehr, sehr erbitterlich, sehr traurig, sehr schade vor allem. Aber das muss man nun mal einfach akzeptieren. Wieso geht das? Was zur Hölle? Muss ich den Kollegen da drauf werfen? Ja, muss ich. Ding, ding, wir haben alles, bis auf ein paar lausige Münzen, die sich ja ganz lausig hier verstecken. Das ist ein bisschen doof jetzt, ja. Das war ein bisschen doof. Rüber. Boing, boing, boing. Safe. Werfen. Super. Ja, ich weiß, ihr habt alle abonniert für dieses krasse Commentary, was ich hier vor mir gebe. Boing. Nee, das funktioniert nicht. Ach, das Ding. Okay, wer wird das? Ups. Den muss ich mit der Vase abtreffen. Hab ich vergessen. Deshalb ist auch hier direkt eine Vase. Weil die wirkt so ein bisschen unnötig, aber nein, die ist nicht unnötig. Die braucht man. Okay, okay, okay. Feuer. Bumm. Yay. Und. Alter. Wie weit bin ich bitte gesprungen? Ich wollte das gar nicht. So, aber ich glaube, hier links zeigt das letzte bisschen des Levels und dann schon zu Ende. Oder? Wow, wow. Rüber? Was? Was? Wie? Hä? Warum fehlt mir wieder eine Münze? Warum fehlt mir eine Münze? Oh, ich kann mich hochcheaten. Oh mein Gott! Let's go! Nee, jetzt mal ohne Witz. Warum fehlt mir eine Münze? Und wie soll man das hier machen? Man kann da draufstehen. Okay, das ist crazy. Ja, oh Mann, ey. Immer ist es eine Münze. Es ist immer eine Münze. Wo soll die gewesen sein? Ich werde mich so sehr hassen, wenn ich das Spiel halt nochmal neu spielen muss am Ende dann. Oh Mann. Was denn hier? Ah, oh, der Laden, der Shop. Flyboy-Head, aber die Fliege. Warte mal, wenn man die Fliege als Hut haben kann, bedeutet das doch nicht, wir haben eine Fliege dadurch aufgeschnitten. Ist auch geil. Pablo-Hut. Android-Hut, der sieht cool aus. Erinnert mich ein bisschen an Mega Man. Tactical Helmet, okay, not bad. Hüt. Indie-Game-Fan. All on all heads from Guest Games, okay. Beeps Neon Splash-Head. Wie sieht das aus? Okay, also irgendein Indie-Game anscheinend. Und mehr Geld habe ich sowieso leider nicht. Also, weiter mit Slippery Ruins. Yeah! Du, du, du. Du, 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 du.
Ich glaube, wenn wir so weitermachen, könnten wir nächste Folge schon den Final Boss sehen, oder? Was meint ihr? Nein, okay, so früh vielleicht noch nicht. Auf der Overworld sah das riesig weiß aus, diese Umrandung. Hier ist es okay. Hier ist es anschaulich, aber schon ein bisschen groß sogar noch, würde ich behaupten wollen. Einfach nur so. Ich behaupte immer gerne Sachen. Keine Ahnung. Mehr. Da hoch? Hui. Nö, aber hier kann ich hoch. Hey, pass auf! Der meint, das hier kann ich ändern. Ja, jetzt rutschen die in die andere Richtung. Aber dafür müsste ich halt irgendwie erstmal dahin kommen, du. Hä? Oh, wait. Ja, einfach so. Einfach so. Okay. Ich hab's zu overcomplicated. Ich dachte mir so, ich muss erstmal da den Double Jump und dann so rüber und dann die Tricks rausholen, ja Mann. Aber nee, einfach nur hinschießen, das war's. Durchgespielt, let's go. Ist ja am Rande noch irgendwo eine Vase? Irgendwo im Außen? Das macht das Spiel irgendwie gerne, habe ich gemerkt. Ist aber auch schon im ersten Teil so. Oh Gott, nein, 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 nein. Was bist du denn weiter? Ein Typ mit fetter Rüstung. Nein, nicht in die Richtung. Okay, ich kann einfach zu ihm dashen und stoppt er. Gut, I guess. Boing, boing, boing. Da ist noch ein Hut, warte. Der tut mir gut. Ich mag meinen Hut. Ich mag aber nicht sterben! Ich lebe noch. Ich lebe noch. Alles geplant, Freunde, alles geplant. Ich kenne das Spiel nämlich schon auswendig, ja? Ich bin Programmierer. Nein, okay, bin ich nicht. Oh, das war schon crazy, oder? Das war schon crazy. Oh, hier ohne zu springen durchzukommen. Oh, die Challenge, die Challenge. Jetzt? Drüber. Cool. Wo bin ich? Hier war ich noch nie in meinem Leben. Wo bin ich? Nee, ernsthaft, wo bin ich? Ah, hier bin ich. Hier sind die grünen Plattformen. Oh mein Gott. Okay, okay. Sonst war hier nichts? Okay. Fast schon. Ich wollte nur einen Statusbericht. Mehr doch nicht. Das war's schon. Mehr brauche ich doch nicht in meinem einfachen, simplen Leben, Freunde. Okay, die blaue Minze war nur ein Hinweis, wie man hier rüberkommt. Man muss hier ein bisschen rutschen. Achtung, Rutschgefahr! Hm? Kann ich da nicht hin? Oder vielleicht von einem anderen Winkel aus. Zwei Hüte! Sucht euch euren Lieblingshut aus und weiter geht's in die Action. Ja, dann ist schon echt der Checkpoint. Was zum? Warum bin ich jetzt gestorben? Also überall im Spiel stirbst du direkt, wenn du einen Meter runterfällst. Aber hier, da bist du jetzt mal lange runtergefallen. Da bist du jetzt aber wirklich lange runtergefallen. Ah, cool. Ich konnte da ganz kurz stehen. Habt ihr das gesehen? Tschüss, tschüss. Die wirken wie so richtig krasse Gegner, aber die können eigentlich nichts. Nach einem richtigen Tod down, das war's. Und ja, das war euer Gegner. Herzlichen Glückwunsch. Ich brauche das nicht. Ich brauche gar nichts. Doch, ich brauche eine sichere Landung. Ins Ziel am besten direkt. Aber es ist ein langes Level, das heißt, das Ziel lässt auf sich warten. Tschüss. Okay, nach vorne soll ich lang? Nein. Ich mach, was ich will. Ja. Und ich will hier lang. Mama, ich will jetzt einfach so. Okay, das war jetzt ein bisschen weird. Ich entschuldige mich dafür. Wo ich mich aber nicht entschuldige, ist, warum können diese Stacheln durch die Wand? Ja, sorry, ich stelle Fragen, ich weiß. Niemand sonst auf dieser Welt würde so eine Frage stellen. Ja, ich bin einfach nur seltsam. Das ist das Normalste auf der Welt. Naja. Bei Mario Bros. 1 können die Feuerbalken doch auch einfach durch die Wand. Also, komm. Warum frage ich mich das dann überhaupt noch? Unfassbar. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Stört, danke. Okay. Das ist doch schon mal ganz gut. Würde ich mal behaupten. Hä? Was ist denn da oben? Wir haben doch schon alles.
Was können dann da oben sein? Hm? Das wundert mich jetzt gerade. Nein! Falsch! Das war falsch. Okay, Moment. Boing. Nein, so, nein, so, okay, perfekt. Und, okay. Ich bin das immer gewöhnt zu springen. Das ist mein Fehler. Ich darf nicht springen. Springen ist hier tabu. Außer jetzt gerade, da muss man springen. Aber sonst ist es tabu. Und damit meine ich nicht Dragon Ball. Nein. Was ist nur Geld? Ich dachte, geht's weiter. Wie jetzt? Doch keine Blei. Ach doch, das sind Plattformen. Ach so. Die sehen aber nicht wie Plattformen aus, wenn ihr mich fragt. Hm. Und das kann ich hier lang. Und aufpassen, dass mich die Bats nicht erwischen. Zoom. Zoom. Zwei von euch Losern. Und das ist Ziel. Bitte sag mir, ich habe alles. Ich hab ein gutes Gefühl tatsächlich. Ich habe. Eine Münze! Schon wieder! Schon wieder! Schon wieder! God damn it! Und hier ist noch eine weitere Kiste, vermute ich auch wieder den HP ab. Kriege ich aber nur, wenn ich 5 Level auf Speedrun geschafft habe. Und halt noch die 2 Emeralds, aber die habe ich ja sowieso. Sparen wir uns also für später auf. Okay, warte mal, hier, nach dem Level können wir schon zum Boss? Crazy. Mossy Castle Wall, das machen wir noch. Das sollte ein kürzeres Level sein. Also ich habe keine Ahnung, ich sag das einfach nur so. Damit das Spiel jetzt was kürzeres für mich lädt. Das ist kein kurzes Level. Aber wir werden sehen, was wird. Was wird, Freunde. Wow. Das ging schon mal sehr gut los. Das ist aber auch ein bisschen schwierig. Oh mein Gott, ich habe Angst, baby, ich habe Angst. Crazy. Boing, boing. Die nehmen wir mit. Dich nehmen wir nicht mit. Du kannst gerne verschwinden, Kollege. Wo sind hier Schalter? Also ich brauche einen roten Schalter hauptsächlich. Habt ihr einen gesehen? Was ist mit der Kamera los auf einmal? Aha. Das sammle ich gerne mit ein. Und jetzt? Nein, warte, da war noch was. Kann ich wieder zurück? Bringst du mich zurück? Ja, tust du. So, boing. Einfach zum. Hä? Mann, ich bin verwirrt, was geht hier ab? Okay, geht doch. Wo war das denn schwer? Ich hab keine Ahnung. Dreht sich das? Oh, das dreht sich. Oh. Jetzt will ich darüber. Okay. Roter Schalter. Poggers, so wie Indis. Aha. Schön. Da haben wir schon mal einen Edelstein, einen Kristall, ja. Nur aufpassen. Oh mein Gott, immer direkt sofort springen. Dann schmeißt er dich meistens nicht weg. Was mit dem Kollegen da unten? Geht's ihm gut? Ich kann ihm nicht helfen, tut mir leid. Wenn ich da runtergehe, dann rutsch ich aus. Was sollte das jetzt eigentlich? Oh mein Gott, ich kann. Oh mein Gott, gut, dass ich das kann. Wie rum ich das kann? Ich kann's. Ich kann's einfach, Freunde. So sieht's nämlich aus, ja. Und nicht anders. Die Wächter überall. Ah, ihr habt aber trotzdem keine Chance gegen mich. Ich sammle alle eure Schätze ein. Warum sollten die Notiz bewachen? Was juckt ihr das? Das ist nicht eher so ein Tagebuch? Ja, steht doch. Dear Diary. Was juckt ihr das also? Dass wir die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit über... Aber was? Da steckt, glaube ich, noch mehr hinter, Freunde. Ich glaube, ich bin in einer ganz heißen Spur unterwegs, Freunde. War so ganz heiß. Ich brenne schon vor... Keine Ahnung, vor Spannung oder so. Oh Gott, das ist böse. Das ist richtig böse hier. Hallo, Plattform. Gott. Weh, ich brauche das ja eigentlich gar nicht. Ich
ich mach das gar nicht. Oh mein Gott. Ernsthaft? Wozu habe ich das mitgenommen? Willst du mich hier eigentlich... Willst du mir meine Zeit rauben, Kollege? Das willst du. Okay, okay, okay. I can do this. I can do this. Oh, tu das, I can do this. Und rüber. Okay. Okay. Oh, oh. Das war einfach. Moin. Moin. Da oben ist auch noch eine Wand. Hey. Ernsthaft? Kann ich nochmal zurückgehen? Ich kann nochmal zurückgehen. Cool. Okay, versuchen wir es erneut. Boing. Boing. Hier rüber. Hier rüber. Ja, und jetzt? Hey. Hä? Es funktioniert ja nicht, was ich vorhabe. Ich wollte so gegen die Wand, aber... Nein, bitte! Ja, geht so. Ach hier! Der Boden hier! Oh mein Gott, dann war das ja gut, dass ich gestorben bin. Jetzt habe ich das gesehen. Wow. Der Speedrun. Die Speedrun-Taktik. Braucht die, danke. Das kann man auch hier lang. Ah. 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 Gut. Good. Wow. Der Speed gerade. Ja, aber... Komm ich denn... Jetzt lang. Ach, also kann ich mich doch rüberschießen. Jetzt hat's geklappt. Okay, keine Ahnung. Das war ein bisschen weird. Das war actually ein bisschen weird. Das ist wirklich sehr hilfreich, dass ich unten meinen... Oh Gott. Meinen Schatten sehe. Ach, du heilige Kacke. Ja, die schmeißen ja alles mögliche auf mich hin, damit ich nur... Damit ich nur endlich mal aufgebe. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde es schaffen. Was auch immer mein Ziel ist, ich werde es schaffen. Und ihr könnt mich nicht stoppen. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich bin unsterblich. Ich bin die unsterbliche Frogmädchen. Hilfe. Hilfe. Ich war da gerade stuck. Oh mein Gott. Was passiert hier immer? Manchmal habe ich keine Ahnung, was passiert. Ich schätze, es ist Teil des Spaßes, aber trotzdem. Bisschen crazy manchmal. Bisschen zu crazy. Guck, was seid ihr denn für lästige Kreaturen? Achso, weiter. Einfach weiter. Nee. Hm? Hä? Soll ich dann nicht einfach weitergehen? Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Ja, aber auch hier speeden, durchspeeden, Damage boosten. Hier auch, schätze ich. Alter. Falter. Erst, wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist folgendermaßen. Wenn ich an der Plattform bin, dann bin ich irgendwo mittendrin. Aber die sich im Kreis drehen, die Plattform, die sind an der Wand. Warte, jetzt habe ich erst gesehen. Da ist eine rote Dartscheibe. An die ich eigentlich dran soll. Ah, schade. Ich hatte so Speedrun-Taktik gerade. Ne, schade. Aufpassen. Der kann irgendwie schweben, scheinbar. Da. Da ist eine Dartscheibe. Die habe ich nicht gesehen. Die macht es natürlich deutlich einfacher. Whoopsies. Pew. Ja. Scheint richtig zu sein. Danke. Nett. Boing. 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 Wir drehen uns einfach ein bisschen im Kreis. So Sonic-mäßig. Bisschen am Speeden. Das ist Spawns immer neu. Was habe ich dir angetan, dass du immer hier neu erscheinst? Das finde ich nicht nett. Du hast es weißt. Ja. Ich finde dich nicht nett. Doch, oh, ich finde dich nett. Aber den fand ich nett. Hey, was zur Hölle? Ich bin tot. Oder? Ja. Da war eine Münze. Was zur Hölle? Weg mit dir! Verschwinde! Ach, deshalb ist der da! Ich muss erstmal wieder befreien. Ja, komm mal her, komm her. Ah. Jetzt finden wir noch 10 Münzen, das heißt. Also das heißt, ich bin kurz vorm Ziel gestorben. Ist es so? Ist es so, oder? Hier ist das Ziel jetzt. Ja, da vorne ist das Ziel. Warum fehlt mir jetzt die Münzen? Weil die dort sind.
Oh, ich habe alles. Habe ich alles? Ich habe alles. Doch, ich habe alles, glaube ich. Oh mein Gott. Let's go, Freunde. Und wenn ihr noch mehr von diesem epischen Encore-Spiel sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Aber wisst ihr was? Ich mache so oder so, Leute. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Wie gesagt, ich spiele das hier schon durch. Ah, ich muss speedrunnen für eine weitere Kiste. Wow, wie viele sind das denn? Sind denn in jeder neue Leben drin? Dass du dann am Ende 11 Leben oder so hast? Oder noch mehr? Das wäre viel zu viel. Und ist hier vielleicht schon das... Nee, was geht denn hier ab? Jetzt noch mehr Insel? Muss es ja, oder? Lilypad. Ritterhut und... Locked.